Servus Freunde und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Forza Horizon 3. Ja, wie ihr seht, sind wir nicht in dem letztens aufgebauten Auto drin, sondern ich habe mir einen Mustang geschnappt. Und hier ist ein bisschen laut und würde ich sagen, fahr mal los. Das Ganze erkläre ich euch unter der Fahrt, warum, wieso, weshalb. Wir machen heute einfach mal so ein bisschen eine Laberrunde und suchen noch ein paar Tafeln unten in Byron Bay. Ich habe mir da so eine Karte aus dem Internet rausgesucht. Da suchen wir noch ein paar Bonustafeln, weil da gibt es noch ein paar, die wir noch nicht haben. Und ja, erstmal so ein bisschen zum Auto. Es wurde sich der Ford Mustang der zweitneuesten Generation gewünscht. Das Ganze im Vollaufbau. Und da möchte ich noch ein bisschen was zu sagen, weil, Leute, ich gebe euch die Möglichkeit, dass ihr euren Namen erwähnen könnt. Aber wenn ihr dann reinschreibt, ja, bitte, als Antwort, ich kann ja nicht schmecken, wie er heißt. Also da wäre ich schon bitte nett, wenn ihr wirklich euren Namen reinschreibt und nicht einfach nur, ja, bitte. Das war jetzt bei diesem Wunsch der Fall. Ich will jetzt nichts gegen dich sagen. Konntest es eventuell nicht wissen, aber da wäre es ein bisschen besser, wenn du deinen Namen auch wirklich angibst. Muss ja nicht unbedingt dein Real-Life-Name sein, den musst du nicht offenbaren, aber du kannst mir, keine Ahnung, irgendeinen Namen angeben, damit dass du weißt, aha, ich bin gemeint. Dann tue ich mir um einiges leichter und kann auch das Ganze jemanden auch zuordnen. So ist das Ganze eher ein bisschen schwer. Ich habe, wie gesagt, komplett Vollaufbau, also habe ich auch den Überrollkäfig reingenommen. Und er geht gut quer, also lässt sich schön driften. Also das kann der Wagen. Er kann gut quer gehen. Aber darum soll es nicht gehen, währenddessen, dass ich schon wieder in die falsche Richtung fahre, denn ich wollte eigentlich hier runter. Nehmen wir einfach mal das ja so als Ziel. Ja, so viel dazu. Warum fahren wir jetzt keine Nachtrennen mehr? Ich habe am Freitag, glaube ich, habe ich aufgenommen, oder? Ich glaube, am Freitag habe ich die zwei Folgen aufgenommen. Da habe ich danach auch noch eine Folge aufgenommen, aber die habe ich dann zum Schluss in die Tonne geklopft, weil ich einfach nicht mit den Strecken zurechtkam. Ich fahre das Ganze mal offscreen. Weil das ist mehr oder weniger nur deprimierend, wenn ich das aufnehme, weil ich da einfach nur sang- und klanglos scheitere. Rund um die Uhr. Ich habe das, glaube ich, eine Stunde lang probiert. Ich bin immer gescheitert. Egal welchen Wagen ich genommen habe, und aus dem Grund mache ich das Ganze offscreen. Ich habe dann so mehr oder weniger einen Rage Quit gemacht, habe das Ganze dann geschlossen vor lauter Zorn und ja, dann mache ich das einfach mal offscreen, hilft nichts. Also ich will euch da nicht irgendwie mit meinen Schimpfwörtern belästigen, das soll nicht Ziel der Sache sein hier vom Ganzen. Darum habe ich mich entschieden, wir machen heute eine Chilldown-Folge und ja, okay, Chilldown ist gut gesagt, also bei mir ist heute Montag, ich bin sowieso schon wieder gechillt bis zum geht nicht mehr. Aber ich wollte einfach mal wieder eine Folge machen, wo wir einfach nur rumfahren und halt ein bisschen so ein Auto genießen. Und in dem Fall ist es halt ein Mustang. Aus dem Hause Shelby mal wieder. Also, Shelby haben wir in letzter Zeit wirklich oft. Aber das Ding geht auch gut, wenn man schaut. Zweiter Gang, 230. Easy. Entschuldigung. Und ja, da kommen wir schon in Richtung Küste, raus aus dem Dschungel. Und dann gehen wir da ein bisschen so auf, ja, Tafeljagd, würde ich mal sagen. Können wir auch mal die Folge nennen, oder Tafeljagd. Klingt, glaube ich, gut. Muss ich gleich ergänzen, damit dass ich das Ganze auch nicht wieder vergesse hier. Oh, jetzt schmeiße ich ihn weg. Oh, danke, Baum. Du hast mich noch so halbwegs gerettet. Und ja, anzeigen tut es ja keine mehr, haben wir noch keine entdeckt, aber ich weiß in etwa, wo sie sind. So, irgendwo hier vorne müsste nämlich eine Tafel sein, und zwar eine Schnellreisetafel. Ich bin die Straße schon lang gefahren, habe aber das Schild nicht gefunden. Beziehungsweise es wurde mir nicht angezeigt. Das ist irgendwo auch geil, oder? Und dann fahren wir hier mal. Ne, wir fahren schon die Straße aus. Also komm, die Zeit haben wir auch noch. Bitte nicht mehr reinfahren, danke sehr.
Jochen müsste, glaube ich, auch irgendwo eine Tafel sein. Oder doch nicht. So, laut Karte sieht so aus, aber das hat mich dann doch ein bisschen... Ah! Ich bin eine Querstraße zu hoch. Das ist geil, dass man darüber irgendwie drüber, also rüberkommt. Ja, wir suchen heute ein bisschen ein paar Tafeln und labern heute ein bisschen mit dazu. Ich glaube, sowas ist immer gern gesehen. Ich glaube, sowas mögt ihr auch. Von dem her passt das dann schon. Und hier muss die irgendwo sein. Da steht sie. Mitten auf der Straße, aber ich sehe sie nicht. Ist schon wieder mal so typisch ich. Dann geht es gleich weiter, würde ich mal sagen. Und zwar schauen wir kurz mal auf die Karte, wo ich mich befinde. Und was ich da schon alles habe. Ich habe nämlich hier schon ein paar Tafeln. Aber halt ein paar gehen wir noch ab. Und zwar eine einzige. Und die ist hier irgendwo die Gegend. Also da werden wir jetzt mal einfach mal ein bisschen hochdüsen und mal schauen, wo sich die liebe Tafel hier versteckt. Das war ein gekonnter 180. Nehmen wir gleich mal die Driftzone mit. Also jetzt sitzen wir keine Punkte mit. Ich glaube, das habe ich ausgestellt. Gibt es das, dass ich das noch durch das Performance-Ding ausgestellt habe? Ich glaube, das habe ich ausgestellt. Schauen wir mal kurz rein in die Einstellungen. Dann wissen wir diesbezüglich mehr. Und zwar habe ich Fähigkeiten ein, Hinweise. Da könnte es eventuell drin sein. Jo, weiß ich nicht, was da gehabt hat. Vielleicht war es ja einfach nur ein Fehler des Spiels. Kann natürlich auch möglich sein. Und jetzt müssen wir hier irgendwo um unsere Tafel schauen. Dürfte nämlich hier irgendwo versteckt sein. So ein Haus aufstellen ist natürlich auch was Geiles. Entschuldigung, war ich nicht, habe ich nicht gemacht. Hier ist Onyx. Entschuldigung. Ah, da ist es. Was habe ich da mal sonst lauter Gärten zerstört? So, dann haben wir in dieser Gegend der Map schon mal alles soweit in unserem Besitz, würde ich jetzt mal grob sagen. Auf der Karte selbst seht ihr ja, da sind keine Schilder mehr, die leuchten. Also da haben wir soweit alles und ja, da muss man sich einfach anders nachhelfen, weil manche Schilder sind so versteckt, dass man die einfach auf normalen Wegen nicht findet. Und um uns da ein bisschen leichter zu tun, würde ich sagen, gehen wir mal wieder auf die Karte, genau. Ich wollte nämlich gar nicht rausstehen und macht da mal alle raus und macht hier nur Bonustafeln. Genau, dann gehen wir mal hier zurück und dann sehen wir jetzt nur die Bonustafeln, die noch offen sind. Und damit können wir dann schon ein bisschen besser arbeiten. So, dann markieren wir uns einfach mal hier die Tafel, weil da haben wir in der Nähe etwas. Und ja, machen wir jetzt ein, zwei Folgen oder so. Oder nur die eine. Ich möchte auch, dass ihr mir jetzt ein bisschen Feedback zu Performance Showdown in die Comments reinschreibt. Was ist da Verbesserungspotenzial? Was kann man ändern? Was kann man so lassen? Da gibt es sicher ein paar Vorschläge eurerseits, wie man das machen könnte. Ich habe auch schon die Idee bekommen, dass man da eventuell ein, zwei Autos mehr in einer Folge rausbringt. Ist aber zeitlich ein extrem großer Mehraufwand für mich. Ich brauche jetzt schon so circa für eine Folge, so circa eine Stunde. Und dann dauert das Ganze halt für eine Folge nochmal extrem viel mehr. Und ich finde, wenn ich zu viel in eine Folge reinklatsche, habt ihr persönlich auch nichts davon. Klar, ihr seht dann in einer Folge mehr, aber habt den Großen und Ganzen weniger, worauf ihr euch freuen könnt, weil
fehlt mehr oder weniger ein Nervenkitzel. Und wie soll ich drei Autos auf ein Thumbnail raufbringen, damit das da wirklich auch jedes Auto, was in der Folge vorkommt, auf dem Thumbnail ist? Das ist mehr oder weniger nicht machbar. Und darum finde ich, ich bin es einfach bei einem Auto pro Folge lassen. Ich hoffe, ihr seid mir diesbezüglich nicht böse. Klar, ich verstehe es, jeder will so schnell wie möglich sein Auto sehen. Irgendwo auch ganz klar verständlich. Wird mir, glaube ich, nichts anders gehen. Also ich kann mich noch erinnern, als ich damals beim Dom mitgemacht habe. Ja, ich habe mich auch extrem gefreut, als endlich mein Auto dann dran kam. Aber es ist auch irgendwo der Nervenkitzel mit dabei und es macht auch wieder Laune zu warten und zu schauen, boah, ist dieses Mal mein Auto mit dabei. Und darum will ich das Ganze eigentlich mehr oder weniger so beibelassen. Ich muss nur gerade schauen, wo ich hier unterwegs bin. Gerade irgendwie so ein bisschen verwirrt. Ah, okay, ich bin schon zu weit. Genau, und da möchte ich das Ganze einfach so beibelassen. Ihr seid mir diesbezüglich nicht böse, aber ich glaube, ihr könnt mich auch irgendwo verstehen, was ich so ein bisschen an Hintergedanken diesbezüglich da dabei habe. Aua. Normalerweise wäre das Auto jetzt komplett im Arsch. Aber dadurch, wir in Forza unterwegs sind, macht es der Karre überhaupt nichts. Ihr müsst eigentlich auch irgendwo ein Schildchen stehen. Nur wo ist die Frage? Ah, okay, das müsste irgendwo hier drüben sein. Da unten steht's. Dann haben wir, glaube ich, so gut wie alle Schnellreiseschilder bald mal. Okay, vier fehlen uns noch. Also wenn wir noch vier so Schilder zerstören, dürfen wir endlich kostenlos Schnellreisen, was mir extrem viel wert ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil die Schnellreise ist etwas, was ich sehr oft nutze. Sei es für Rennen oder sonst was. Und wenn man da gratis schnell wohin reisen kann, ist dann doch nochmal um einiges geiler, als wenn man da andauernd was für bezahlen muss. Auch wenn es mittlerweile nur noch 1600 pro Schnellreise sind. Also es ist eh nur noch, ja, ein Bocaté, wie man so schön sagt. Hier drüben weiß ich, da ist eine. Weil die habe ich schon für einen Freund geholt. Da sind zwei. So komische Tafeln oder sogar drei. Mit dem Spitz hier raus. Die machen wir jetzt nicht, weil die sind wirklich ein bisschen knifflig, dass man da hinkommt. Aber ich weiß zum Beispiel wieder ein Schnellreiseschild, was ich noch nicht habe. Und da würde ich sagen, fahren wir jetzt auch mal hin. Aber der Mustang geht schon geil quer, also das Ding macht schon Laune. Und wenn die Viper jetzt noch so oft vorbeifährt, dann machen wir schnell ein Foto hier. Kennen wir nix. Einmal hier Foto gemacht. Die will doch nur in die Folge rein, aber das ist verständlich. Darum machen wir das Ganze auch, ist ja kein Ding. Mal zurück. Es geht ganz gleich weiter, Leute. Und falls ihr euch jetzt fragt, was das war mein PC im Hintergrund. Der ist gerade ein bisschen am Rendern. Also da rendert die vorherige Folge, ist er gerade am Rendern. Und da soll er schön brav weitermachen, da braucht eh seine Zeit. Also das Schnellste ist er nicht, mein Laptop. Und die Zeit soll er sich nehmen, weil je länger das er braucht, desto mehr schone ich ihn auch geheim. Also da gebe ich ihm jetzt keinen Druck, dass er das irgendwie schneller machen sollte. Also hier irgendwie, ja, mit Krampf versucht das schneller hinzukriegen, weil solange wir brauchen, braucht er halt nochmal. Fertig. So, und da waren es nur noch drei. Es geht ja voran hier. Schauen wir mal kurz hier auf der Karte, ein bisschen wieder aktualisieren, ein bisschen schauen, wo wir noch hin müssen. Und zwar müssen wir einmal hier hin. Und da fahren wir auch gleich mal hin. Dann haben wir soweit das Gebiet hier eh schon abgegrast. Geht doch voran hier, oder? Ne, wobei, wir müssen da auch noch hinter. Da noch ganz hinter dem Kanal entlang. Da würde ich sagen, nehmen wir uns jedes Mal mehr oder weniger so ein kleines Gebietchen hier vor. Können auch eventuell versuchen, dass wir auf die zwei da rüberkommen. Auf den zwei der acht
Warte mal, auf den 2 der 8 verbleibenden 11 Aposteln. So müsste es, glaube ich, passen, oder grammatikalisch? Jawohl, rechts abbiegen. Ja, das war Hinweis, was der gefehlt hat. Nee, das ist illegal, sowas macht man nicht. Das müsste man normalerweise längst schon geklärt haben hier. Müssen wir hier noch einmal hinter und dann da vorne irgendwo hoch ins Geschripp. Da hätte man nämlich noch einmal eine Schnellreisetafel, die wir noch nicht haben. Und die nächste Tafel, die wir uns dann holen, ist bereits eine IP-Tafel, weil es gibt sonst keine Schnellreisetafel mehr in diesem Gebiet hier. Und dass man die hier findet, ist auch mehr oder weniger Glückssache. Ja klar, ich bin drüber gesprungen. Das obwohl ich eh so langsam da hoch bin. Komm, Bergziege. Komm. Nicht Bergziege. Bergpferd. Komm, du musst das doch schaffen. Du hast genügend Pferdchen, dass du da hochkommst. Ach komm. Ich glaube, wir müssen das Differential ein bisschen mehr sperren. Ich Idiot hatte nämlich einfach nur das schnelle Upgrade genommen, weil ich mir dachte, ja, kannst dir Zeit sparen. Wahrscheinlich wird es mir jetzt zum Verhängnis, weil kein Differential eingebaut ist. Ha, wie ich es mir gedacht habe. So, doch nicht zum Verhängnis geworden. Aber jetzt dahinter, wo wir als nächstes hinfahren, da könnte es uns eventuell zum Verhängnis werden. Aber dies sehen wir dann, wenn wir vor Ort sind. Aber wer weiß, vielleicht lässt er sich eben aufgrund des nicht vorhandenen Differentials so gut im Drift halten. Wobei, ich kann es mir fast nicht vorstellen. Jetzt haben wir sowieso ein bisschen verkackt mit dem Drift. Jawohl, das machen wir natürlich. Aber wir biegen nicht auf dem Weg hier ab, oder doch erst noch auf dem Weg und dann gehen wir runter in den Bach, damit wir hier das Ziel wenigstens weg haben. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Geil, da ist ja noch ein Wasserfall. Wieso wusste ich das nicht? Schau, wo man rüberall hinkommt aufgrund der Schnellreisetafeln. Oha. Oh, schade, ich habe gedacht, man kann irgendwie da auf den Felsen rüber. Wäre natürlich episch gewesen, da auf dem Felsen oben rüberfahren. Da steht's. Ich glaube, sogar ein 20.000er Schild, oder? Ja, klar ist es eins. Dann geht drehen wir gleich mal hier. Das wäre natürlich geil. Jetzt die Corvette Horizon Edition gewinnen. Komm schon. Ich will die Corvette. Keine 10.000. Oh Gott, nein. Oh, scheiße. Aber das habe ich mir losgekauft. Das wollte ich eigentlich nicht. Ja, okay, dann haben wir jetzt ordentlich Miese gemacht. Dann würde ich sagen, begeben wir uns auf den Weg in Richtung der 12 Aposteln hier.
Wir nehmen natürlich den oberen Punkt, der unten bringt uns wenig und jetzt haben wir nur noch 400 Credits, die wir zahlen müssen und das ist jetzt wirklich gar nichts mehr. Das ist jetzt wirklich eine Summe, wo ich sage, jo, kannst du machen, stört mich nicht. Und da draußen haben wir jetzt noch ein Schild, was auf dem Festland ist, wo man nicht springen muss und das nehmen wir, glaube ich, jetzt noch mit. Den Rest müssen wir da beispielsweise hier auf den gleich rüberspringen. Wo ist denn das? Da ist es. Ich häng fest. Dort drüben müsste ich, glaube ich, noch eins befinden. Das ist eh das leichtere der beiden, muss man sagen. Können wir mal kurz versuchen rüberspringen. Ansonsten wird die Folge hier einfach zu lang. Und das war eindeutig zu wenig Sprung. Genau hier ist eins und da vorne ist auf einem viel, viel kleineren eins. Und ich würde sagen, wir lassen es gut sein für heute. Wenn dir das Video gefallen hat, wäre natürlich ein Däumchen nach oben super. Ich bin jetzt aber an dieser Stelle raus, verabschiede mich, sag tschüss und ciao. Euer Guckmaster.